Hallo liebe Leute, ich melde mich hier vom Nexus, pardon, da kommen auf einmal ganz plötzlich Sachen hier hin. Es geht um Folgendes. Wie ihr seht, habe ich ein kleines Problem mit der Grafik, und zwar, wenn ihr mal so da hinten schaut, auf die Kanten oder oben auf die Kanten, je nachdem wie ich die Maus bewege, ist es mehr oder weniger, die flimmern unendlich stark. Das habe ich erst jetzt seit Beyond, vorher bei No Man's Sky Next war das alles super. Es könnte was mit Anti-Aliasing zu tun haben, obwohl ich meine, dass ich da alles richtig eingestellt habe. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie mit diesem Vulkan-Update zu tun hat, dass da irgendwas klemmt. Mein Schiff ist weg, sehe ich gerade. Das ist ja gar nicht mein Schiff. Wo ist es denn hin? Ach, jetzt steht es auf einmal da hinten. Okay, gut. Laufen wir mal dahin. Bei der Bewegung als solches geht es einigermaßen. Aber ihr seht schon, diese Kanten an diesen Würfeln hier an den Seiten, das flimmert und flackert überall. Alien war auch mal wieder hier am Werk und hat hier ihre Alien-Tools eingesetzt, um die Raumschiffe hier zum Schweben zu bringen. Wie gesagt, es sind die neuesten Treiber drauf. Ich habe eine R2070 Nvidia-Karte drin, die sollte eigentlich das alles locker packen. Wenn ihr oben an dieser Balustrade seht, diese Linien, die flackern ja wie blöde, also irgendwie kann es das so nicht sein. Ich habe schon alles versucht einzustellen, aber irgendwie komme ich da überhaupt nicht zurande. Vielleicht habt einer von euch da eine Idee, vielleicht in den Grafiktreibern Einstellungen, ob man da spezielle Einstellungen machen kann, weil da habe ich ein bisschen wenig Ahnung von. Zum Schluss zeige ich euch jetzt noch mal kurz meine Einstellungen. Was für Videooptionen. Was mich wundert ist, dass man hier nicht mehr die Auflösung vom Monitor verändern kann. Da konnte man ja vorher 1440, Full HD, bla bla einstellen. Das scheint irgendwie komplett wegzufallen. Keine Ahnung warum. VSync hatte ich immer aus, Max FPS auch immer auf volle Kanne. Das war bis jetzt alles kein Ding. Ist auch mit dieser Karte und für sich ja auch kein Hexenwerk. Bei den Grafikoptionen ist das ähnlich. Ich hatte vorher auch immer alles auf ultra anisotropische Filterung. Schweres Wort. Kann man auch auf 16 schalten. Das ist ja nur die Tiefenschärfe. Anti-Aliasing war auch DAA plus FXAA bis jetzt immer. Also nichts Besonderes, was ich hier gemacht habe. Damit sollte das Ganze eigentlich spielen. Ja, vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Es wäre cool, wenn ihr mir die irgendwie schreiben könntet. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns oder schreiben wir uns immer wieder im Forum. Alles klar. Bis dann und tschüss.